Weiter mit Ziff 6, Märchenkönig Ludwig, Forschungssieg. Es sei denn, die Großkolumbianer machen uns auf den letzten Metern unseren einzigen Raumhafen kaputt. Gott, hier vorne. Was ist denn das hier? Was flackert denn hier so? Sind das Schweißarbeiten? Hier vorne, ja? In unserem Hanse-Distrikt. Kriegt ihr das auch mit? Die Welt wackelt? Ist das ein Spionageangriff von Simon Bolivar? Ich habe das Gefühl, die ganze Welt dreht sich. Mir wird schwindelig. Habt ihr das gerade auch oder nur ich? Ganz, ganz grauenhaft. Ich weiß nicht, worum es hier geht. Jetzt hat es total gezogen. Das ist ja super gruselig. Ich klicke schnell mal. Jetzt kann ich die Maus nicht mehr bewegen. Guck mal, mit der Maus bewege ich die ganze Welt. Ich kann nichts mehr machen. Alles aus und vorbei. Gott sei Dank. Auf den letzten Metern eine Runde weiter hier. Das war knapp. Das war ganz, ganz knapp. Über sich selbst, über seinen Körper, ich bin schreckhaft. Und seinen Geist bestimmt allein das Individuum. So, Unternehmenspolitik schon wieder abgeschlossen. Kleinen Boost für alles Mögliche. Achso, wir wollten hier reingehen und wollten... was wollten wir nochmal machen? Irgendwas mit den Politikkarten wollten wir machen. Wir wollten... Spionage... Leute, was wollten wir nochmal machen? Was war die eine Sache, die wir machen wollten? Wer kann mischt das sagen? Die eine Sache, die wir noch machen wollten. Rockbands ausschließen. Vielen lieben Dank dafür. Alu haben wir mittlerweile genug. Aluminium fliegt raus. Und Rockbands ausschließen war Diplomatie, ne? Ah, minus Annehmlichkeit in allen unseren Städten. Brauchen wir das überhaupt? Ist der Kultursieg in den nächsten 33 Lichtjahre gereist? Kann uns jemand den Kultursieg per Kultursieg überholen? Nie und nimmer. Das lassen wir weg. Wir wollen die Annehmlichkeiten haben. Die Annehmlichkeiten sorgen dafür, dass alle Leute bei uns zufrieden sind. Zumindestens. Und dann läuft es auch besser mit der Produktion. Und dann kriegen wir auch den Forschungssieg hin. Wir denken offensiv, Leute. Flugplatz ist da. Und jetzt? In den nächsten 6 Runden, 7 Runden? Ein schneller Handwerker noch. Eine Werkstatt. Weltspiele. Wir liegen vorne. Wir gewinnen die wahrscheinlich. Wenn jetzt nichts passiert, bekommen wir einen Diplomatie-Siegpunkt und bekommen Tourismus auf jeden unserer Campus-Distrikte und außerdem noch die Silberbelohnung. Noch mehr Gunst, Gunst, Gunst. Da oben sind wir übrigens im Plus auch mit der Gunst. Lagertraining, mehr Geld bitte. Mittlerweile ein dickes Plus, weil wir so viele Lagertrainings und andere Geschichten haben. Was? Wir können Hetzerei freischalten? Hetzerei? Mit anderen Worten, wir können das Internet freischalten? Krass. Finde ich eigentlich cool. Hätte ich gerne. Ich würde gerne das Internet freischalten. Ein Apostel... Ja, einmal heilen hier, einmal heilen dort. Wir haben hier vorne einen Inquisitor. Könnten wir nochmal Fremdreligionen vertreiben? Einmal hier vorne. Adam Opel, noch mehr Produktion vor Ort bitte. In unserer Weltraumstadt. Zwei Runden Laserstation Start. Wir versuchen das auf eine Runde zu verkürzen. Klappt. Der nächste kann sich hier schon mal hinstellen für die nächste Runde. Wohnraumprobleme ja eigentlich keinen. Wir könnten. Gibt es hier irgendwo einen Riff? Das ist so immer so schwer erkennbar. Da ist ein Riff.
Das heißt, wir könnten daneben, hier vorne ziehen wir mal hin, und bauen da gleich ein Seastat hin. So eins wie hier. Und eine Runde weiter. Liebe Grüße an Varantus und die anderen Leute, die da gerade reinkommen. Hi! Ja, spannendes Finale. Was hast du gerade gestreamt? Erzähl mal. Grüße an die Raider. Wir machen den Forschungssieg auf Gotthard hier mit Ludwig II. Und nehmen sogar in Kauf, dass Rockbands reinkommt. Es ist mir Wumpe. Da, hier. Eine Startaktion, bitte. Planet Zoo, das ist schön. Ist da nicht gerade ein neuer DLC angekündigt worden oder kommt da einer raus? So, das haben wir geschafft. Die Belohnung bei den Weltspielen. Ist sie schon da? Noch nicht? Wundervollendet. Koreaner haben den Broadway gebaut und Mont Saint-Michel ebenfalls. Okay, next. Wann haben wir denn... Wir battlen nochmal um Freundschaft bei den Amerikanern. Wir werden aber weiter als Feind der Freiheit diffamiert. Forschungssieg. Vier Lichtjahre pro Runde. 14 Runden noch. In vier Runden, 4x4 sind 16, haben wir gewonnen. Wenn es bei dem Tempo bleibt. Aquarium macht noch mehr Leute zufrieden. Ein Amphitheater, weil wir es können. Campus-Forschungsstipendium. Die Fabrik wird gar nicht mehr fertig. Gehen wir stattdessen in? Keine Ahnung. Ach, wir bauen sie trotzdem, komm. Oder wir gehen einfach ins Campus-Forschungsstipendium hier rein. Vielleicht beenden wir dann noch einmal früher die noch einmal die Zukunftstechnologien früher und haben noch mal einen Boost auf irgendwas. Glauben raushauen für einen Künstler wird im Chat vorgeschlagen. Ich glaube, wir haben gar keinen Platz mehr für den. Hier ein Handwerker, der nächste. Dauert zu lange. Es gibt nichts, was wir hier noch bauen könnten. Eine Wassermühle bitte. Ein schneller Handwerker nochmal. Das nächste Projekt. Wie viel Alu haben wir? Krass, wir sammeln so viel Alu, dass wir gar keinen nennenswerten Verlust haben in dem Bestand. Obwohl wir hier ein Lagrange Laserstation Start nach dem anderen machen und alle zwei Runden einmal 30 Alu weghauen. Jetzt hier nochmal. Ein Handwerker hat sich geopfert. Und dem Disputanten können wir hier nochmal zuschlagen. Und nochmal bitte. Sehr schön. Ja, dann haben wir hier vorne noch einen frischen Handwerker, der hier rüber rennen kann. Das ist ein Fünfer, der kann sich ja schon mal hinstellen. Dann haben wir hier einen Inquisitor. Da würde ich eigentlich gerne hier vorne fremde Religionen mal vertreiben. Wir könnten es der Konkurrenz auch ein bisschen schwerer machen, dadurch, dass wir noch einen
Inquisitor uns gönnen. Ketzerei entfernen. Fremdreligionen aus Kuro-Käse wegmachen. Hier nochmal ein Seastat bauen. Und wieder eine Runde weiter. Haben wir immer noch Seide? Oder ist die Seide, die importierten wir von den Koreanern, ist die mittlerweile alle? Seide ist futsch, ne? Keine Seide mehr. Mal schauen, ob wir nochmal neue Seide bekommen von China. Von Korea. Sehr gut, zauberhaft. Eins weiter, bitte. Ja, die bleiben ja schon mal stehen für die nächste Runde. Ah, wir sind ja schon in der nächsten Runde. Wir können noch mal einen Handwerker opfern. Nee, erst nächste Runde. Ein vierer Handwerker. Mehr Geld durch eine Handelskuppel, bitte. Honig würde uns fehlen, heißt es im Chat. Tatsächlich. Sehr gut aufgepasst, Snoop Dogg. Weit weg zu sein, aber eigentlich beginnt sie genau jetzt. Ein kleiner Boost für unsere Stadtprojekte. Fürs Geld, das wir über Lagerprojekte generieren und für die Lagrange-Laserstation immer wiederkehrend. Gegenspionage erneuern. Ich habe gewonnen. 50 Gunst bekommen, 2 Tourismus für jedes Stadion, für jedes öffentliche Bad, Silberbelohnung und Goldbelohnung, Diplomatie-Siegpunkt und für jeden Campus 2 Tourismus. Beim Diplomatie-Sieg liegen wir mittlerweile auch auf einem stolzen 2. Platz immerhin. Kultur, der Mann hat eine Rockband nach der anderen, aber da ist er zu lame, zu langsam, 10 Lichtjahre. Muss unsere Expedition noch reisen bei einem Tempo von 4 Lichtjahren pro Runde. Das hier bitte nochmal. Oh Gott. Einmal hier drauf klicken, jetzt hier drauf. Jetzt hat's geklappt. Honig wollten wir noch checken. Entschuldigung. Ressourcen, Honigcheck. Sehr guter Hinweis im Chat gerade. Einmal Honig bitte. Dankeschön geht raus nochmal an Snoop Dogg. Ob ich über Civ 7 schon was weiß, fragt Xfinity. Leider nicht. Also ehrlich nicht. Nix. 0,0. Ich habe eine Sache gesehen, die fand ich interessant und gab es bei den sehr netten, sehr kompetenten Kollegen vom internationalen englischsprachigen Cyphernetics Forum einen Thread, den einer ausgemacht hatte, der aufgemacht hatte, der hat sich die Geschäftsberichte, auch den jüngsten und die anderen von 2K Games angeschaut, beziehungsweise von deren Mutter und glaubte daraus schließen zu können, dass Civ 7 nicht erscheinen kann, bis einschließlich erstes Quartal 2024, weil das sonst in der im Geschäftsbericht eigentlich indirekt hätte aufgeführt werden müssen, weil die haben verschiedene Kategorien von Spielen, in die die ihre laufenden Spiele so einsortieren und Civ 7 fällt in eine Kategorie von Spielen, wie die wirtschaftlich beschrieben werden und wenn man das so interpretiert, wie er das macht, dann ist es eigentlich ausgeschlossen, dass Civ 7 halt bis einschließlich erstes Quartal 2024 erscheinen könnte. Also frühestens zweites Quartal 2024. Wenn das so stimmt. Ich konnte es nachvollziehen, aber ich bin nicht Wirtschaftsexperte genug, um zu entdecken, falls es da einen Fehler gäbe. Ja, so eine Art qualifiziertes Kaffeesatzlesen, genau. Also gehobenes Raten.
Könnte den Disputanten noch jemand angreifen? Ja, hier unten. Ein Apostel. Zwei. Also, na, eins Pilz meint, es sei eine Cash Cow, eine Geldkuh, eine Goldkuh, die weltweit nicht gemolken wird. Das kann man so nicht sagen. Also, die trödeln ja nicht mit Absicht, na, sondern das hat ja Gründe. Sehr, sehr viele Spiele werden aktuell immer und immer wieder verschoben, aus verschiedenen Gründen international. Ein Grund ist Corona, weil Corona halt durch die Umstellung aufs Homeoffice gibt es quasi so ein, haben viele Leute, ich weiß, das liegt Jahre zurück, aber es gilt immer noch, eine Entwicklungspause gehabt und das schiebt sich dann durch die Geschäftsjahre hindurch. Ein anderer Grund ist weltweit, auch in Deutschland, auch woanders, der akute Fachkräftemangel in der Games-Industrie, was meiner Meinung nach den Hauptgrund der hat, dass viele Fachkräfte in der Games-Industrie einfach zu schlecht bezahlt werden im Vergleich zu anderen Industriezweigen, also ein Grafiker oder vor allem ein Programmierer verdient in anderen Branchen mehr. Jemand, der in der Games-Branche dann arbeiten sollte als Programmierer oder gilt auch mittlerweile auch für den Marketing, für den PR-Bereich, da verdient man woanders teilweise auch mehr. Und dann muss man schon sehr leidenschaftlich unterwegs sein und bereit sein, für sein großes Hobby Spiele im Beruf zu leiden. Einfacher wäre es wahrscheinlich einfach, die Gehälter zu erhöhen. Dann wäre der Fachkräftemangel da ein geringerer, gilt für viele andere Branchen übrigens analog auch. Und einen anderen Grund, den es noch gibt, ist der, dass es Probleme gibt beim, also jetzt Energiekrise, Ukraine-Krise unter anderes. Es gibt eine, kriegt ihr selber mit, so eine kleine Rezession in vielen Ländern. Und das führt auch dazu, dass viele Leute bei ihren Ausgaben eher dort sparen, wo man sich etwas nicht unbedingt kaufen muss. Und Gaming, Computerspiele kaufen, das lieben wir alle sehr, aber im Zweifelsfall sind so Dinge wie Stromrechnung bezahlen können und Miete zahlen können und Nahrung zahlen können, das ist irgendwie dann im Zweifelsfall doch wichtiger. Das heißt, viele Leute kaufen sich etwas weniger Spiele als zuvor. Und das wiederum hat dann akute Auswirkungen natürlich auch auf die, für die Games-Branche, dass mal Projekte dann mal geschoben werden. Wenn man sich denkt, wenn ich jetzt ein Spiel zu viel rausbringe in meinem Geschäftsjahr, dann zerfleischen, dann kannibalisieren sich meine Spiele eher wechselseitig. Dann schiebe ich eher ein attraktives Spiel nochmal ein Geschäftsjahr weiter, weil dann habe ich unterm Strich mehr davon. Das sind so nicht alle, aber einige der wichtigsten Gründe dafür, warum oft Spiele derzeit verschoben werden. Ja, nochmal ein Handwerker, nochmal eine Aktion. Einmal Beschleunigung. Achtung, jetzt. Nee, hatte gar nichts geholfen. War trotzdem nächste Runde erst fertig. Stellen mal das nächste Projekt schon mal dahinter ein. Ja, mit dem Inquisitor wollten wir... Ziehen wir mal Richtung Osten. Das könnte auch sein. Dschungelschleichigs meint, vermutlich bekommen die bei Civ 7 einfach den von der deutschen Community so leidenschaftlich verlangten Schieberegler immer noch nicht sauber implementiert. Das kann auch sein, ja. Nächste Runde nochmal Handwerker-Einsatz. Ist das der letzte Handwerker dann? 10 Lichtjahre fehlen, 4 pro Runde. Ob man das Projekt Civ 7 nicht auch mit Handwerkern beschleunigen könnte? Frag Gewürze, Gurken, Wasser, Limo. Das ist eine sehr coole Idee. Das von all den klugen Vorschlägen, die heute im Chat gepostet worden sind, mit Abstand. Also der Klügste würde ich jetzt nicht sagen, komm Herr Schäfer, noch ein bisschen Geld hier. Wir entfernen für 400 Gold hier eine Ressource. Nachhaltigkeit ist nicht mein zweiter Vorname.
Komm, wir bauen mal eine Handelskuppe. Die haben wir noch nie gebaut. Mal was Neues. So sehen die aus. Weltkongress. Verbietet das Entfernen von Geländerarten oder deren Rodung bringt extra Ertrag. Verbietet das Entfernen von Wald. Das meiste ist eh schon weg. Regenwald, dadurch kann Produktion nicht beschleunigt werden. Wir sind kurz vor einem Sieg. Produktion hilft allen, die einen Sieg beschleunigen wollen. Kein Wald darf gerodet werden. Dann Produktion von welchen Gebäudetypen echten? Atomkraftwerke, damit niemand, ich es einfach so, aus Reflex. Dann gewählter Spieler bekommt 2 Diplomatie-Siegpunkte, bitte wir. Einfach so, weil wir es können. Gebe ich auch ein bisschen Punkte rein. Wettkämpfe, ja, ich bin für alle Wettkämpfe, ja. Sollen wir das so machen? Einmal schnell abstimmen. Das ist in dieser Spielphase sowas von egal hier. Ein Stufe 4 Hurrikan. Nochmal ein Stationsstart hier. Forschungssieg in unmittelbarer Reichweite. Jetzt sind es, glaube ich, noch. Ist das Ergebnis da? Ja. Sumpf darf nicht entfernt werden. Kohlekraftwerke sind verboten. Deren Neubau. Sion Bolivar bekommt 2 Diplomatie-Siegpunkte. Und dass der Wettkampf läuft, das ist mir alles sowas von Wumpe hier. Und ich glaube, es sind 6 Lichtjahre fehlen uns. Pro Runde 5. In 2 Runden haben wir gewonnen. Stellen noch irgendwelche Projekte ein hier. Alles, was uns Geld gibt, auch gerne. Die Geld kann man immer irgendwas anfangen. Notfalls kann man es aus dem Fenster werfen. Industriegebiete, Logistik. Aber wir können nichts mehr machen. Bauen wir eine Fabrik halt. Dann hier vorne. Einmal Beschleunigung. Das wird nicht mehr rechtzeitig fertig. Alle neuen Einheiten bitte einmal parken. Einmal eine Runde aussetzen. Einmal nochmal mit dem Inquisitor vor sich hin inquisieren. Gerne in Charlestown zum Beispiel. Da lohnt sich das. Ruin fragt, wann wird das nächste Civ 6 Let's Play gestartet und steht schon fest, welcher Anführer ist? Der Anführer steht noch nicht fest und gestartet eventuell in der übernächsten Woche. Also die nächste nicht, die ist randvoll. Mit Shadow Gambit, dem neuen Mimimi-Spiels, Preview Streams ab dem Dienstag. Am Dienstag und am Mittwoch. Und dann kommt Park Beyond. Eventuell kommt sogar noch ein weiterer Preview Stream dann an einem Sonntag drauf. Also Civ 6, nächste Woche geht's nicht. Zeitlich alles rappelvoll. Vielleicht die Woche drauf. Aber ich will das jetzt nicht versprechen, weil ich kann jetzt nicht einfach sehen, was ist in 2 Wochen. Das ist so weit weg. Es gibt auf jeden Fall eins, aber ich kann jetzt gerade nicht genau sagen, wann es losgeht. Ja?
Vorletzter Rundenwechsel, schafft man doch noch eine Freundschaft hier. Komm, wir geben mal endlich unsere Gouverneurstitel aus. Einfach, weil wir es können hier. Aber wofür? Was bringt uns irgendetwas? Irgendwas an Geld noch hier. Mehr Gold, Nachbarschaftsboni, noch mehr Gold. Und eine Runde weiter. Ja, K08417. Ich sollte Abraham Lincoln ins Theater einladen, das fördere die Freundschaft. Also so wie wir, wie die Spannungen sind, sollten wir, glaube ich, eher Victoria 3 oder Simon Bolivar auf in die Loge eines Theaters bitten. Und dann für eine Überraschung sorgen. Achtung! Weltrangliste, Wissenschaftssieg. Ein Lichtjahr fehlt. Ein Lichtjahr. 5 pro Runde. Letzte Spielrunde hier. Also es kann nichts mehr passieren hier. Glaube ich. Ich weiß nicht, was wäre, wenn Simon Bolivar mit einem super-duper Atomschlag jetzt beim Rundenwechsel den Raumhafen kaputt macht, unseren einzigen. Was dann wäre, weiß ich nicht. Und das will ich mir auch gar nicht ausmalen hier. Einmal noch angreifen. Die ersten werden nervös im Chat. Der Kanalwette läuft bis um 11 Uhr. Jetzt haben wir 23.57 Uhr. Also ich will euch nicht manipulieren. Ich mache das so, wie ich es sonst auch gemacht hätte. Ich will die Kanalwette und ihren Ausgang nicht beeinflussen hier. Das wäre nämlich Link. Sowas gehört sich nicht. Einmal nochmal den Ketzer entfernen oder die Ketzer hier. Zu den letzten Metern noch irgendwas hier machen. Und letzter Rundenwechsel jetzt. 23.58 Uhr. Und Runde 297. Hintergrund irgendwo noch eine Rockband. Keine Kriegserklärung, kein Atomschlag von Simon Bolivar. Kein Angriff durch Victoria. Runde 297. 22.59 Uhr in der Systemuhr. 22.59 Uhr. Kanalwette läuft auf 23 Uhr hier. Man sagt, dass wir erst gehen lernen müssen, ehe wir laufen können. 22.59 Uhr. Dass wir einen kleinen Schritt taten, bevor wir größere unternahmen. Bald befreiten wir uns von den Fesseln der Erde. Jetzt segeln wir zwischen den Planeten. Ihr, großer Anführer, habt uns in den Himmel geführt. Und darüber hinaus. Ja, geschafft. 22 Uhr und 59, jetzt 23 Uhr, aber
Ich verkünde hiermit, es waren 22:59 Uhr. Kanalwetter bitte auflösen. Glückwunsch an die Gewinner, an die Verlierer. Beim nächsten Mal wird alles besser. Wissenschaftssieg. Ja, cool. Geschafft. Mit dem Märchenkönig. Auf einem irren Zufallskartenskript. Wir gucken uns mal die Rangliste an. Wie immer komplett irreführend, weil je schneller man ist, desto weniger Punkte hat man erreicht. Je langsamer man spielte, desto mehr. Wir haben relativ viele erreicht. Wir hatten schon mal weniger. Mit anderen Worten, es war ein zäher und schwieriger Sieg und ich bin stolz drauf, dass wir es geschafft haben. Diagramme gucken können wir auch noch. Bezirke gebaut. Wir sind die hier vorne. Ab etwa 2/3 des Spiels haben wir uns gut entwickelt und lagen dann da weit vorne. Wir haben die meisten um die Ecke gebracht hier, eindeutig zu sehen. Einer hatten verloren, wir die wenigsten. Gebäude gebaut. Ab 3/4 des Spiels haben wir die meisten gebaut, vorher nicht. Viel Spielerglaube angehäuft am Ende. Städte eingenommen. Wir haben die meisten erobert. Die Byzantiner, die Bitch of Byzanz, hat gelitten unter uns. Spielerwissenschaft. Und einmal am Schluss ganz klar waren wir vorne. Wie sieht es mit Spielertourismus und Kultur aus? War am Ende auch okay. Wie viele Städte haben wir gegründet? Gar nicht mal so viele. Wir haben die mehr erobert als gegründet. Die Koreaner haben genauso viele Städte gegründet wie wir auch. Das finde ich heftig. Wunder gebaut, finde ich auch spannend. Wir haben die wenigsten Wunder gebaut. Wir haben nichts Wunder erobert. Die meisten Wunder haben die Koreaner gebaut hier. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste hier. Dann werfen wir einen Blick auf unsere Zeitleiste. Alles hat hier vorne begonnen, in grauer Vorzeit. Harte Karte, viel Wüste. Kaum, also für alle, für die anderen, auch für uns, super schlechte Startbedingungen. Und nur durch die Eroberung der Byzantiner haben wir letztlich am Schluss so viele Städte gehabt, dass es mit dem Wissenschaftssieg auch sauber geklappt hat hier. Ja. Byzantiner haben wir irgendwann eingemacht, Religion hatten wir auch irgendwann. Ludwig II. Hat viele Weltwunder angebaut und dann nicht zu Ende gebaut. Es war seine Spezialität. Unser Ludwig, der Märchenkönig, hat es geschafft. Nächstes Let's Play, ich vermute, startet dann 2. Juni-Hälfte. Ich weiß im Augenblick noch nicht wann, aber kein Grund zur Sorge. Civ 6 bleibt natürlich im Programm. Es ist so eine Konstante im Programm seit vielen, vielen Jahren schon. Jetzt starte ich erstmal am Fronleichnamstag, am 8. Juni, ein neues Let's Play ab 15 Uhr live auf Twitch mit Age of Wonders 4, mit dem neuen neue Preview-Let's Play, dann mit Dragon Dawn. Dann stehen im Programm neue Preview-Streams mit Shadow Gambit, The Cursed Crew, das neue Mimimi Games-Spiel, Preview-Let's Play mit Park Beyond und dann auch Release natürlich, der Vergnügungspark-Simulator. Jekyll & Hyde 3 gibt es Mitte Juli in Preview Let's Play, freue ich mich auch sehr drauf. Wird ein Riesenthema bei uns sein. Total War Pharaoh kommt im Oktober raus, will ich euch unbedingt vorab auch zeigen und viele andere Spiele auch. Aber das spielt auf jeden Fall hier eine große Rolle bei uns natürlich. Anno 1800, mittlerweile sind wir da im Land der Löwen unterwegs. Nächsten Samstag bei uns wieder live zu sehen, auf YouTube immer ein bisschen später. Es gibt viele schöne Spiele, die absolute Sommerflaute haben wir nicht, aber es gibt so im Augenblick eigentlich pro Monat so gefühlt vielleicht so 2 wichtige Preview-Reihen im Sommer und ein bisschen Kleinkram noch drumherum. Auf jeden Fall gibt es immer schöne Sachen, die ich euch zeigen kann, glaube ich zumindest.